Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part H1Z1. Heute mit von der Partie sind Bayerwald, Fresh Fries, ich natz dich, Zocker Andi, Hiro und I4. Hallo. Hallo. Hallöchen. Ja, wie beim letzten Mal gesagt, wollen wir uns jetzt so an den Basebau ein bisschen wagen. Wir haben aber noch nicht genug Materialien. Das heißt, wir brauchen Holz und Metall und wir machen eine Holzkopfgruppe und eine Hart-wie-Stahl-Gruppe. Wer auch immer in welche Gruppe geht, ist mir wurscht. Also ich gehe auf jeden Fall nicht in die Holzkopfgruppe. Ich auch nicht. Ich mach Stahl. Also ich habe eine Axt, deswegen hole ich wohl Holz. Ja, ich will auch, haben wir noch eine Holzkopf? Wenn ja, wir du noch hast deine Hand. Komm her. Ja, gib her. Ja, kriegst du Axt. Perfekt, danke schön. Dann gehe ich in die Holzkopfgruppe. Da fühle ich mich auch ganz wohl. Das finde ich gut. Ich unter all den Holzköpfen. Genau. Also gehe ich mit Hiro. Ja, wenn wir zu zweit sind, das reicht. Will der Rest dann sammeln gehen, ja? Mhm. Metall ja. Und ja, was er halt sonst so findet, was wir brauchen können. Und wir fällen jetzt hier Bäume ohne Ende. Gut. Okay, alles gut. Klar. Kurze Frage, gibt es irgendwo noch Scrap of Clothes? Irgendwo? Ich kann dir was geben. Ja, ich habe auch was, warte. Das wird hell. Also ja, wir brauchen Metall, ne? Wo finden wir am besten? So, das ist total schnell hell geworden. Ja. Die Stadt ist da hinten. Bitte komm, wir gehen zur Stadt. Wer kommt mit nach Kleinberg? Ich komm mit. Warte, ich schieße dich vorhin noch ab. Genau da wollte ich eigentlich nicht hin. Warum? Warte. Ja, wegen den Zombies. Ja. Sind die alle hin? Ach, hier sind die. Rennen da, sich schon ausgehen. Ja, genau, da ja, hinten das, rennen das, sie. Dass sich das ausgehen wird, das haben wir letztes Mal gesehen, nicht Bayerwald? Also, ich packe jetzt hier die Männer wie Stahl, ne, die packe ich jetzt in den anderen Raum. Nicht wundern, ich ziehe euch jetzt, falls ihr was hört und das nicht ausgeschaltet habt. Bis nachher. Guck mal, jetzt sind sie ganz ruhig, jetzt traut sich gar keiner mehr was sagen hier. So. Und so, jetzt passt's. Okay. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, glaube ich, Hiro. Da hinten sind die Straße runter, sind noch zwei Bases. Ach so, echt? Die haben wir beim Herkommen gesehen, tatsächlich. Ich musste, hab doch, also das war auch wieder so ein Witz, weißt du. Ich war gestorben, ne? Und ja. Musste neu herlaufen. Das ist ja nicht so das Problem. Habe ich ja gemacht, bevor wir Aufnahmezeug hatten. Komm hier an in dem Haus, dann war da eine Mine drin. Ach, eine Mine. Bin ich natürlich explodiert, ne? Weißt du, dann konnte ich nochmal herlaufen. Es war echt episch. Ah, ja. Ich habe auf jeden Fall genug Munition, also. Ich mach mal eben meine. Ich mach mal eben noch Tasche leer. Ja, ich habe auch ein bisschen was, habe ich auch. Und da haben wir dann nämlich das Auto gefunden. Da war dann das Auto an dem Damm. Und dann hat Fresh Fries die Batterie angeschlurrt, weißt du? Und dann haben wir das Auto gleich mitgenommen. Aber ich ach, die sind jetzt. Ah, ne, das Auto steht hier noch. Okay. Ja, aber ich habe keine Hose mehr. Und das ist echt deprimierend, ey. Also, warte mal. Das, ach, ist das Ding echt auch voll? Was ist denn das für eine Grütze, ey? Also, ich habe schon 7 Loks jetzt. Ja, ich muss mal. Wir müssen die Branches rausschmeißen. Es nützt ja nichts, weißt du? Also. Ja. Ja, brauchen wir auch nicht die Dinge, also, oder? Ja, das denke ich auch. Ich komme jetzt da raus. Weil ich eventuell können wir ja auch noch Kisten machen oder so. Ja, das können wir dann, wenn wir. Ja, hier ist Scrap Metal ist hier auch drin. Ja, das habe ich eben alles da reingeworfen. Ach, du bist ja ein fleißiges Bienchen, Mensch. So. Ja, ich hatte den Rucksack von dem Typen letztes Mal und deswegen konnte ich ziemlich viel halt einstecken. Ach, du hast einen Rucksack, ich habe nicht mal eine Hose, siehst du so. Oh Mann, ey. Aber einen Helm habe ich. Ist doch auch ja, was. Ja, ist doch schon mal was. Finde ich auch. Ist doch toll. So gehe ich immer raus, wenn Sommer ist. Dann setze ich mir einen Motorradhelm auf, ne? Und gehe nur mit Schlüpper. Das macht man so. Ach Mensch. Wird's schon wieder? Nee, wird noch nicht dunkel. Ich dachte schon. Nee, das ist doch gerade erst Tag geworden. Das kann ja nicht schon wieder dunkel werden. Also, wir haben hier auf alle Fälle zwei Nachbarn. Es sind zwei Bases da. Das ist eigentlich nicht so gut, ne? Ja, ich bin mal gespannt, ne? Also, ich meine, es ist ja Frechheit siegt. Was willst du? Weißt du, mal gucken, ja, was eben, passiert, ne? Nur genug auf den Sack gehen, dann hau die schon ab. Ja, also normalerweise, ich weiß auch gar nicht, warum wir jetzt hier irgendwas sammeln. Wir könnten ja auch die Base eigentlich aufmachen und denen das Zeug wegnehmen. Ist ja auch praktisch. Eigentlich schon. Aber da brauchst du relativ viel Äxte und so Zeug, oder? Wenn du da einbrechen willst. Ich habe so eine Tür noch nie aufgeschlagen, das hat mir zu lange gedauert.
Geld, das ist nämlich auch, ich habe auch mal eine gefunden und da war auch irgendwie nicht, das war doof, ja. Naja, gut, kann man nichts ändern. Oh, man kann von den Woodlocks immer nichts tragen. Hier hinten liegen noch vier. Ist das blöd. Wo war's? Ach da, ich guck mal, ob ich die direkt mitnehmen kann. Guck mal, ob du die mitnehmen kannst. Ich habe keinen Platz mehr. Nee, nicht alle. Oh. Ja, kann man ja nochmal hinlaufen. Das ist ja nicht. Ach, im Auto kann man ja notfalls auch noch Zeug lagern. Ja, ja, das ist ja viel sogar, ist, ne? Ja, ist ja nur für jetzt, so für den Moment sozusagen, weißt? Also das kommt ja nachher dann alles in Kisten verräumt, hoffe ich jedenfalls. Haben wir die Woodlocks, sind die hier nicht drin in dem Brunnen, in dem Ofen? Doch, ich habe da welche reingepackt eben. Ich sehe nicht, warte mal. Ja, wo sind sie? Ich sehe da keine. Was ist los? Doch, unten sieben. Sieben Stück. Okay. Jetzt sind es 19. Okay, ich pack da nämlich. Dann würde ich da auch noch welche reintun, wenn ich sie dann mal finde. Ich will die nur auf demselben Stapel schmeißen. Weite von unten war es, bei mir zumindest. Nee, das ist bei mir Munition. Aber ich hab's so reingekriegt, ist egal. Ja, die haben ja heute auch wieder irgendwas gepatcht. Wer weiß, was die wieder kaputt gepatcht haben. Man weiß es. Ach so, ja, echt? Ich hab gar nichts installiert. Doch, die haben irgendwas haben die gemacht. Aber ich glaube nur ein paar Hotfixes und den komischen Marketplace und so. Also nichts irgendwie. Also nichts für uns Spielrelevantes. Ja. Was meinst du, wie viel brauchen wir? Ich weiß es gar nicht. Also so wie ich das verstanden habe, wollen die mit so einem Ground Tramper erstmal alles begradigen. Und dann außen um das Haus wollen die eine Mauer ziehen. Also eine Wand. Dann wollen sie da natürlich das alles, was wir haben, reinsetzen und so. Also es soll anscheinend eine Villa werden. Ich weiß es nicht so genau. Die möchten halt gern das Haus behalten, weißt? Verstehe ich auch. Und das musst du ja einzäunen. Das geht ja nicht anders. Man muss mal gucken, ob man nicht von oben dann irgendwie da reinkommt oder reinschießen kann, ne? Das ja, müssen wir dann schauen. Ja, vor allen Dingen ist es so cool, weißt du, so mitten auf dem Präsentierteller irgendwie werden so oft einloggen und im Kreis göbeln. Ja. Also so, ich glaube, so wichtige Sachen sollten wir dann tatsächlich in unseren Taschen lassen. Weißt, dass man so ein bisschen Munition und Waffen und so wenigstens, ich habe das meiste sonst immer raus, ne, aus den Taschen. Ach, hier liegt auch noch Holz. Ach, guck an. Direkt mal von einem Wolf angefallen wurden gerade. Ja, ich hörte einen kläffen auf jeden Fall. Mist, jetzt liegen hier auch noch drei. So. Selbst der große Rucksack ist zu klein. Ja, ich habe hier nur so ein Satchel. Ein Satchel hast du, oder? Ja, ja, immerhin, ne? Also ist doch besser als nichts. Ja. Das ist echt geil. Ich sehe die Woodlocks hier drin nicht. Nicht mal die, die ich selber reingeschmissen habe. Das ist schon sehr episch. Okay. Ah, jetzt kann ich nichts Neues reintun. Pass auf, ich drop die. Und ja, dann kannst du die reinziehen, ja. Mhm. So, oh, nee. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wollte doch hier niemanden hauen. Falschen Knopf erwischt hier. So, drop. Bitte sehr. Auch noch welches holen, da liegt noch welches rum, was ich nicht mehr tragen konnte. Ich bin halt nur eine Frau, ich kann nicht so viel auf einmal schleppen. Also wir haben jetzt schon 32. Ich wollte fast sagen einen halben Stack, aber das stimmt hier ja gar nicht. Ja gut, aber ich hätte genau gewusst, was gemeint ist. Ja. Ich hatte auch irgendwo noch welche liegen, verdammt. Ja, wir können natürlich, also ein paar Sticks werde ich gleich noch einsammeln, die braucht man ja auch immer so. Irgendwo. Ja, die kann man ja auch aus den Loks machen, ne? Ja, aber dann kannst du aus den Loks einfach die Bretter lassen, weißt? Weil die Sticks hier stehen doch überall. Stehen ja, doch welche stimmt. Rum, die kannst ja, weißt du, im Vorbeigehen. Und dann könnte man ja die Häuser hier fast nochmal abklappern. Ja, ein paar Weapon Repair Kits wären ganz cool. Ich glaube, in unserer Kiste sind sogar noch zwei oder drei. Dann könnten wir die Echse nämlich wieder reparieren. Ja, das stimmt. Ja, Eif hier hatte ja eine gute Idee. Der hat gesagt, wir sollten gucken, dass wir genug Spritzen finden, damit wir uns alle mal infizieren können.
und dann uns die Zombies nicht mehr angreifen, dann können wir nach Cranberry reingehen, in die, nach Pleasant Valley, in die Polizeistation, die ausräumen, das Zeug wieder hinbringen und dann kannst du ja notfalls dann sterben, weißt, wenn wir das Zeug in der Base abge... Ach so, ja, stimmt. Abgelagert haben. Aber ist ja dann egal. Ist das so? Greifen die einen dann nicht mehr an? Nee, die greifen einen, genau. Die greifen einen nicht mehr an dann. Hm. Das ist ja geil. Aber du musst halt auch so eklige Sachen essen dann, ne? Also, das ist halt... Ja. So als Zombie hat man es halt nicht leicht. Nein, schon wieder kein Platz. Ah ja, hier liegt auch noch eins. Das ist doch alles blöd. 150, okay. Jetzt habe ich natürlich die Woodsticks eingesammelt. Na gut, egal. Tim, tim, tim. Aber das ist schon schön hier. Ich finde das ganz cool. An so einem See würde ich auch gerne wohnen. Das fände ich total toll. Ja, vor allem ist es einfach praktisch, ne, mit dem Wasser und so. Ja. Und eigentlich kann hier von oben auch nichts reinkommen. Also. Ja. Ja, vor allen Dingen, du hast das Wasser, du hast die Büsche, du hast die Bären, du hast die Stadt in der Nähe, weißt du, ist ja auch cool, ja. Grundsätzlich. Oh, 41 Loks. So, ja, das reicht doch fast, oder? Also, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, dass das ausreicht. Achso. Ja, ich denke auch. Man hier noch irgendwas stecken oder hier, das kann ich doch mal essen hier, Chicken mit Nudeln. Hier noch einmal los und dann, ja, dann reicht es eigentlich wirklich, glaube ich. Ich glaube, da kriegt man so eine fette Base schon mit hin. Ja, das hoffe ich doch mal, dass das hier was wird, was wir hier fabrizieren. Aber ich glaube schon. Das ist echt cool, ich kann das Zeug nicht sehen, was ich da reinpacke. Ey, ist das episch. Dann wird der nächste Patch ja nicht mehr lange auf sich warten lassen. Das muss man ja sagen, die sind da ja Gott sei Dank immer relativ flott. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht reicht es ja auch schon, wenn du dich einmal kurz neu einloggst. Also. Ach so, wenn ich relogge, ja, obwohl das mit dem Einloggen ja momentan auch etwas schwierig ist. Ich hatte damit noch gar keine Probleme irgendwie. Ja, manchmal dauert das halt so lang, ne? Das will ich jetzt dann während der Aufnahme nicht machen. Das mache ich dann. Das ja, okay. Mache ich dann nach der Aufnahme. So. Okay. Ja, Mensch, schön. Ich glaube, ich klapper dann mal die anderen Häuschen ab hier oder Hütten. Warum steht. Ja. Und guck, ob ich eine Hose finde, ey. Das geht mir echt auf Nerven, dass ich keine Hose habe. Mann, ey. Das merkst du doch sehr. Ach, wohl doch. Du zockst wahrscheinlich eine Außenansicht, ne? Ja, ja. Und ich meine, natürlich, weißt du, also ist ja nicht so, dass ich jetzt da irgendwie bei dem Hintern, dass ich den ganz fürchterlich finden würde. Aber das ist so, ey, das ist Apokalypse, da rennen Zombies rum. Ich renne hier mit einem Motorradhelm und einer Knarre, aber ohne Hose. Das geht einfach nicht. Das widerstrebt mir. Da bin ich ein bisschen kleinlich. Ich war vorhin mit so einer Dreiviertelhose im Garten und da sind an der einen Ecke waren schon wieder so viele Brennnesselzeug gewachsen. Und da stelle ich mich dann schon an. Ne? Ich finde es total schlimm. Ey. Die Dinger nerven auch und die sind jetzt durch das Wetter so extrem gewachsen. Das war nicht schön. Da musste ich das blöde Efeu zurückschneiden und so ein Dreck, ey. Krass, meine Schuhe sind auch schon fast im Arsch. Nur T-Shirts. Wie macht man denn eine Kiste oder sowas? Da ich ja den Namen des Charakters geändert habe, habe ich die Rezepte nicht mehr. Ich glaube, du brauchst Nägel und Holzbretter und Winkel, glaube ich. Ah, okay. Haben wir ja alles. Ja, müsste eigentlich alles da sein, ja. Ich gehe davon aus. So ein schöner, gemütlicher Urlaubsort hier. Das wäre für mich genau das Optimale. Könnte ich es aushalten. So eine Berghütte ohne Türen. Ja, Türen dürften schon drin sein und ich bevorzuge auch ein weiches Bett als irgendeine Plane, die ich mit...
mit Stofffetzen vollstopfe. Aber, weißt du, so ab vom Weltlichen. Ich mag das einfach. Ich finde das ganz cool. So, Bracket, Nägel, Lock. Ach Mensch, blöd, ja. Ja, ich kann irgendwie nichts discovern hier. Also hier liegen überall nur irgendwelche Combat Knives, da hängt noch ein Bogen rum, den kann ich nicht mal mitnehmen. Das ist ja echt ein T-Shirt, noch ein T-Shirt, weil es gibt mir mehr. Keine Hose, das gibt's doch wohl nicht. Was ist denn hier los? Mann, Mann, Mann. Eine Tarp brauchen wir nicht mehr, ne? Wir haben zwei Matratzen haben wir rumfliegen, ne? Ja, genau. Matratzen haben wir oben. Mhm. Auch ein paar schon aufgestellt. Ja, das reicht ja dann. Wir wollen da ja kein Matratzenlager bauen. Oh, hier ist noch Moon. Deck Foundation. Ach ja, man kann das ja jetzt da 10-mal reinpacken. Ja. Und noch ein T-Shirt. Hooray! Eine Workbench. Krass. Ja, aber ich weiß gar nicht, wofür man die braucht. Wahrscheinlich, um noch andere Sachen zu erlernen oder so, ne? Ich schmeiß jetzt hier mal... Eine Machete ist da ja noch, ne? Weil ich habe hier jetzt noch eine Axt gefunden. Dann nehme ich lieber die Axt noch mit. Ich glaube, Werkzeug ist wichtiger, als dass wir da... Ich glaube, das können wir brauchen. Oh, hier ist noch ein Bogen, ey. Ich heul gleich. Also hier haben wir es dann echt schon gut, ne? Hier ist alles so erwähnt. Das finde ich echt ganz cool. Alles schön in der Nähe. Oh Gott, hier liegt zwei Flaschen. Oh Mann, ey. Oh, was habe ich denn da jetzt bekommen? Rebel? Was? Rebel? Was ist das denn? Irgendwie ein Erfolg oder so? Ach nee, die Kiste bestimmt. Ja. Du kriegst irgendwelche Rebel komischen Kisten. Crate oder so. Ja, aber da musst du ja die Schlüssel für kaufen, weißt. Ach so. Okay. Ha. Und die kriegst du dann, frag mich nicht wofür. Ich habe die auch schon gekriegt. Und dann, der Sound ist relativ laut, ne? Also, ja. Ich habe mich richtig erschrocken, ja. Ich dachte auch gerade so, oh Gott. Direkt total abgelenkt. Aber ich glaube, seit dem letzten Patch jetzt sind weniger Zombies unterwegs. Oh mein Gott. Was ist los? Kannst du... mein Loot abholen, wenigstens die Äxte vielleicht. Ja. Da ist, wenn du die Straße hochgehst, da ist ein Wohnwagen. Ja. Und da drin bin ich jetzt gestorben, weil ich habe die Tür aufgemacht und da war eine Mine. Ach Gott. Es ist schon die zweite Mine heute. Ich hab's. Ja, sehr schön. Ja gut, macht ja nichts, ne? Ah, oh, nee. Oh Mann, ey. Wenn das Ranlaufen nicht immer wäre, weißt, dann wäre das ja egal. Ich bin ja vollkommen am Arsch der Welt. Na gut. Egal. Wie kann ich denn alles mitnehmen überhaupt? Denn? Ja, zwei Äxte sind da, die würde ich halt wenigstens mitnehmen, oder? Also. Ja. Dann packe ich einfach mal meine Axt raus und die Knarre. Ach, G5, das ist mir eigentlich auch ein bisschen weit. Ach, siehst du, eine Pistole mit 15 oder 16 Schuss sind da übrigens auch noch. Also die sollte auch unbedingt mitgenommen werden. Ach, man sieht den ja von unserem Haus sogar schon, ne? Ja, ja, das ist nicht weit. Notfalls fährst du mit dem Auto ran und packst das Zeug ins Auto. Also. Ich hoffe, hier ist niemand, der das gehört hat. Vor allem, ich hab's auch nicht gehört. I9, na siehst du, dann habe ich es doch nicht weit. Dann laufe ich jetzt das Stückchen. Ach ja, Mensch, ist ja schön. Dann bin ich ja nochmal voll actionreich jetzt gestorben hier in diesem Part. Denn der ist nämlich jetzt, der neigt sich dem Ende entgegen. Und ich sag bis zum nächsten Mal. Bis denne. Ciao.